Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3 weiter mit meiner Wenigkeit Gabur. Müssen wir hier reden? Nö. Müssen wir nicht. Okay. Was mussten wir machen? Was mussten wir machen? Achso. Hier, die letzte. Ta-da-da-da. Alles klar, ich weiß es. Uns fehlt nämlich noch 5200. Jawohl, dann hier gleich wieder richtige Bildmaschine starten, du. Hallo Beach. So, Gas. So, und auch für die Leute, die hier Mafia gucken, es kann sein, dass über Weihnachten oder wie jetzt übers Wochenende immer mal wieder ein paar Folgen fehlen. Es liegt einfach an der Weihnachtszeit, Leute. Da geht Familie und andere Sachen ultimativ vor. Kommt zum Beispiel auch gar nicht weiter dazu, Gear of War weiter aufzunehmen, um damit fertig zu werden, aber ja. Also, wir kommen dahin, die Tür. Der Junge wird. Schnapp dich, Alter! Das hat bestimmt die Geschichte stechen! Geh in Deckung! Ich verfütter dich an meiner Schweine! Keine Munition mehr! Ich muss nachladen! Scheiße! Geh um ihn rum! Scheiße, ich geh vor! Wo hat er sich verkrochen? Ja, wir brauchen die Polizei hier unten. Schnell! Okay. Wo wollt ihr ihn da? Oh, Scheiße! Eine richtige Person zu Fuß gesichtet. Kommt mit der Verfolgung aufgenommen. Da! Schnappt ihn euch! Bom, bom! Hier bin ich, Schwanzlutscher! Und hier bin ich, du Schwanzlutscher! Du verfluchter Drecksnigger! Ah, hier drinnen sollen wir was zerstören. Alles klar, gesehen. Alles klar, wollen wir uns verpissen. Sache wegstecken. Und einsteigen. Und weg. Jetzt hab ich dich ganz für mich allein. Ich prügel dir die Scheiße aus dem Leib. Wir sind weg hier. Wir haben Platten. Warum haben wir einen Plattfuß? Als nächstes noch einen. Sind wir nicht schon fertig? Wir müssen eigentlich fertig sein. Ja, mal gucken. Also ich denke, wir sind fertig. Den letzten brauchen wir eigentlich nicht. Also das waren 5000, die ja nur noch offen waren. Ich denke, dass wir fertig sind. Ich brauche Aufmerksamkeit? Nein, ich kann nichts dazu, dass ich hier auf einer Felge fahre. Ich brauche einen Pannenservice. ADAC, Pannendienst. Zack. Und sind wir jetzt durch? Hi. Hä, immer noch nicht? Hallo, was denn noch? Doch noch diesen. Hä? Doch noch diesen hier, oder was? Da oben haben wir noch mehr. Ach, scheiße. Ja, aber jetzt brauchen wir mit der Karre nicht mehr fahren. Die ist ja völlig im Ohr. Im Arsch. Auch ein neues Auto. Ja, ja, Auto. Dann nehmen wir uns... Ne, der kann uns sehen. Dann nehmen wir uns... Dann nehmen wir uns... Rufst du die Polizei? Schieße ich dich ab. Ich rufe die Polizei. Alter, jetzt wird's aber nervig. Jetzt war persönlich. Schicken Sie Ihre Männer. Sofort. Achtung, wir haben hier einen bewaffneten männlichen Schwarzen in Ich bin weg. Alle Einheiten zugreifen. So, dann wollen wir mal die nächste machen. Das nächste machen. Dies nächste. Oder das nächste. Das nächste. Hier rum und dann hier.
In der Lagerhalle. Okay. Abi! Zack. Eine verschissene Granate! Ja. Oh. Ja. Mach uns fertig! So viel Blut. Geh rum, wo er dich nicht sieht! Durch all das Blut an. Jetzt ich schieße! Ich schieße jetzt! Oh. Oh. Ich bin getroffen! Scheiße! Okay, haben wir auch. Einer noch. Alles klar. Das war's, Leute. Aufgeräumt. Zack, zack, zack. Hier erstmal meine ganze Munition. Oh, Knete. Knete, 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 Knete. Ja, jetzt haben wir das Ziel erreicht. Wunderbar. An alle Einheiten. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und so. Streifendienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Da auch, bitte. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Nervt mich ja alle hier. Den sollte eigentlich der andere auch anfangen zu brennen, denke ich mal. Dann machen wir es so. So, hier haben wir auch noch ein bisschen Knete. Danke. Und hier haben wir... So. Sehr gut. Aufgeräumt. Jetzt können wir endlich zurück. Ich alter Idiot. So. So, dann wollen wir mal gucken, was die Alte uns jetzt erzählt. Und dann haben wir nämlich auch gleich schon den nächsten Sektor eingenommen. Kann man so gar nicht sehen, okay. Immer noch kaputt. Wo bleibt denn der ADRC? Sie haben alles zerstört. Ja, jetzt zeig ich ja jetzt hier. Sie finden Chester Moreau im Supermarkt. Ja. Woher wissen Sie das? War eine Ahnung. Hab eine Wohnung im French Ward überwacht, die im Namen seines Jüngsten gemietet ist. Da hat der Drecksack sich versteckt. Hat sich mit ein paar Kumpels wieder nach Frisco reingeschlichen. Er weiß, wenn Olivia ihn nicht kriegt, dann sie. Alles gut? Scheiße, nein. Die armen Leute. Ich hab einen alten Freund im Ministerium, der ihnen helfen wird. Aber Moreau und Remy Duval, die werden sich vor Gericht verantworten müssen für das, was sie getan haben. Für alles. Werden sie. Mein Wort drauf. Verdammt, als ich herausgefunden habe, was die machen. Oh, stoppen werden sie Moreau. Keine Sorge. Ich glaube, die brauchen sich vor kein Gericht. Ich bin in Frisco und könnte Nachschub gebrauchen. Bin gleich da. Rechtfertigen, sondern die können sich den Friedhof anschauen von unten. Könntest du jetzt stehen bleiben? Du fährst mir immer zu weit. So, dankeschön. Irgendwas dabei, falls du brauchen kannst? Ich kann alles gebrauchen. Munition brauche ich. Erste Hilfe-Packs brauchen wir und eine schusssichere Weste brauchen wir. Und dankeschön. Handel abgeschlossen. Handula. So, dann wollen wir mal zum nächsten Einsatzort. Hackengas. So, wie weit müssen wir? 600 Meter. Ja, das geht ja. Das ist ja zu ertragen hier. Hauptsache nicht immer hier 2 Kilometer oder was hier durch die Gegend knallen. Das wird ganz eng. Fahr doch weiter, statt stehen zu bleiben. Oder war die Polizei? Die wird auch immer mehr, die Polizei. Ich hoffe nicht, dass sie uns irgendwann nochmal zu größeren Problemen führt. Ach du Scheiße, was ist denn da los? Ja, nee, ist klar. Könntest du über die Straße gehen? Mein Gott.
Da steht. Hab gehört, Mr. Moreau zahlt denjenigen. Ach, Mann, zu spät, du bist tot und merkst es nicht. Wer singt denn hier? Bitte, du. Bitte, du. So, wie kommen wir? Kommen wir denn nach oben? Hier durch den Lift? Wäre ja ziemlich geil, ne? Gehen wir mal hier lang. Zurück an die Arbeit, Leute. Die Ratte ist längst weg. Ah, guck mal da. Ich rufe Hilfe! Das ist gar nichts. So. Stirbt zuerst! Wie voll sind wir? Wir sind voll. Okay, weiter geht's. Alter, kommt der da um die Ecke gelaufen? Den ganzen Scheiß haben wir ihm zu verdanken! Los geht's! Unser Blut wurde vergossen! Fatze. Komm her, noch einer. Komm, ich weiß, dass du da bist. Hier, ich hab ein... Oh. Ich hab ein Osterei für dich hier. Der Drecksack gehört mir. Nein, mir. Unser Blut wurde vergossen. Zieh den Kopf ein. Was hab ich? Scheiß! Stirb, Mann, du siehst eh schon aus wie ein Schweizer Käse. Kriegst du es mit. Geld! Wo ist Geld? Ich brauch Geld, Geld, Geld. Kein Geld. Guck mal, da ist er, der kleine Wichser. Zangenjunge, Headshot! Headshot! Er hat keine Munition mehr! Jetzt habe ich ihn! Du hast mich! Du siehst schon aus wie ein Schweizer Käse, du hast einen Headshot gekriegt. Was immer ihr wollt, ich tue, was immer ihr wollt, nur bringt mich nicht um. Ich will nur, dass du verreckst. Du Mädchen. Oh, der hat eine AK. Gesichert. Sklavenhandel. Alla la vista, baby. Jo, 333. Wir haben das Bel Air in Frisco Fields dicht gemacht. Damit das klar ist, mit Menschenhandel ist jetzt Schluss. Wir finden einen anderen Weg, da Kohle zu machen. Das tue ich für dich, weil ich zu meinem Wort stehe und meine Verpflichtungen einhalte. Vergiss du deine nicht, wenn es soweit ist. So, jetzt haben wir denen da auch noch den Bezirk gegeben. Und der kriegt dann ja auch später den Sektor. Also daher passt das dann ja schon. Problem ist einfach nur, Sklavenhandel ist vorbei. Bin ich mal gespannt, was er sich einfand ist. Der kleine Waschbrettfahrer, der. So, wo sind wir jetzt schon wieder? Irgendwo anders hin geportet worden. Ja, wir müssen erstmal das ganze Geld suchen, was hier noch rumliegt. Da haben wir noch eine Money, Money, Money. Hier haben wir noch Money, da haben wir noch einen Playboy. So, dann sollten wir, glaube ich, jetzt alles haben. Was haben wir denn noch an Geld? 13.000, wir haben echt nicht mehr viel Geld, ne? 13.000 Bargeld und 11.000 haben wir so. Echt schon ziemlich armselig. Achtung! Hey, pass auf, wo du hinläufst. Mein Geld. Was machen wir jetzt hier draußen? Friseurladen? Im Putzi-Putzi machen. Macht ihr fein. Hauptsache, ihr macht das auch freiwillig. Und nicht Sklavenhandel. Wo ist mein Auto? Keine Ahnung, wir hatten so einen. Ich hoffe, dass der... Ja. Haben wir geschafft. So, was sollen wir als nächstes tun? Da können wir nur was holen. Letzter Auftrag. Dann sollten wir eigentlich durch sein, Leute.
Das sollte der letzte Bereich sein. Ach, halt, wartet mal. Ich weiß nicht, was uns erwartet, deswegen würde ich gerne noch das Geld einzahlen. Natürlich wird das Bargeld. Ich stecke hier in Frisco. Ich brauche jemanden, der was von meinem Bargeld übernimmt. Bin gleich da. Richtig, und wir sagen damit auch schon wieder vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss.